Servus an alle Angats und Amimis da draußen. Ich bin Dan28 und präsentiere euch jetzt hier einen neuen Roblox-Server. Beziehungsweise eigentlich eher die neue Version eines Roblox-Servers von mir. Ja, also mal hier wieder Roblox-Server-Vorstellung. Ne? Und zwar habe ich in den letzten Tagen an San Francisco gebaut. Ich denke, jeder weiß, was San Francisco ist, deshalb brauche ich dann natürlich nicht so weiter sagen. Also ich glaube nicht, dass ich dir mal sagen würde, was ist San Francisco? Ist bekannt, ne? Nur mal so. Ich habe halt hier jetzt am Hafen gebaut. Und, ja. Kommen wir natürlich erstmal hier zum ersten Punkt. Also man sieht auch hier schon direkt, das ist das Meer. Natürlich noch nicht so weit gebaut. Okay, bin aber natürlich gleichzeitig auch nicht im Weitsichtmodus, weil das sonst mein Laptop sprengen würde. Und ja, das sind sehr viele Boote. Die natürlich alle mit der Zeit alle schön verteilt werden, aber das ist ja nur der Anfang. Ne? Deshalb gucken wir uns hier erstmal um. Straßenbahnschienen müssen natürlich auch sein. Genauso wie ein FBI-Agent. Und natürlich hier ein kleiner Insider. Das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr euch entweder umdreht oder wenn ihr euch dieses Video anschaut. Und natürlich gerne auch noch ein Abo dalassen und ein Like für diesen Server und so. Trotzdem, das Ding ist auf jeden Fall, seht da hinten in der Ecke. Seht ihr da hinten in der Ecke diesen Helikopter? Ganz besonders. Ganz besonderer Helikopter. Warum? Zurzeit kann man den noch nicht fliegen. Später vielleicht. Und zwar, wenn man schon mal hier hinguckt, sieht man das Logo der SCP Foundation. Das ist nämlich ein, das soll ein SCP-Helikopter darstellen. Dann da hinten die nächste Sache. Was ist das, was in diesem Gebäude dort drin ist? Das ist auch wieder so eine kleine Sache nebenbei, aber nicht verraten, sagt es nicht weiter, aber ihr dürft dieses Video natürlich weiter verbreiten. Aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar, das Ding ist nämlich, das ist der Anzug von Ant-Man. Das ist so ein kleines Easter Egg, denn Ant-Man, der wohnt ja in San Francisco. Ja. Dann hier viele FBI-Agenten. Warum sind hier so viele FBI-Agenten? Das liegt daran, weil da vorne einfach eine Absperrung ist. Und ja, ich muss seitlich laufen. Weil meine W-Taste ist kaputt. Super. Meine W-Taste ist halt kaputt. Okay, man sieht ihn nicht. Ah, da hinten ist er. Ein Zombie. Warum habe ich dort einen Zombie eingefügt? Das erkläre ich euch auch jetzt. Das ist, und zwar dadurch, dass der Server ja noch nicht fertig ist, habe ich halt dort einen Zombie dorthin gemacht, der dort halt durch die Straßen dort sieht und NPCs killt. Er kann jedoch nicht über diese Sperre drüber. Ich glaube, wir können es, oder? Also eigentlich nicht, weil... Genau. Habe ich letztes Mal verbessert, weil gerade beim letzten Mal bin ich da durchgeglitscht, jetzt nicht. Gut. Also die Absperrung dort, die kann man nicht überqueren. Das hat auch einen wichtigen Grund. Weil, damit soll einem das, soll einem nicht das Gefühl gegeben werden, dass die Map dort endet. Weil, ja, das ist nicht gerade unbedingt eine große Map. Die Map eigentlich, also die komplette Map ist das alles hier.
bis nach da vorne, wo die Schiene endet. Und da drüben, wo das eine kleine Auto dort steht, was mein Mauspfeiler gerade zeigt. Und halt dort dieses Schild. Das Schild habe ich übrigens. Warte, warte, warte. Das muss ich euch mal kurz zeigen. Also ich hoffe, ich kann es zeigen. Ich hoffe, ich kann es zeigen. Dann halt eben von so. Also das Schild dort vorne, ne? Das hat ja dort eine Schrift drauf. Sieht sehr realistisch aus, ne? Das liegt daran, dass ich es von Google Maps gescreenshottet habe und es dann eingefügt habe. Ja, das Schild gibt es nämlich wirklich. Klar, das gibt's alles wirklich. Hier, auch diese Gebäude hier gibt's wirklich. Das hier ist ja die ZK-Galerie. Und das ist halt so ein Restaurant-Dings. Und hier auch die Straßenbahn ebenfalls eingefügt. Sogar mit dem Logo der San Francisco Municipal Railway. Nice. Fahrbar ist diese Straßenbahn jedoch nicht. Also diese hier ist nicht fahrbar. Das liegt daran, dass das soll sozusagen eine evakuierte Straßenbahn halt werden oder sowas in der Art. Naja, da ist halt dieser Zombie da hinten, ne? Und okay, das muss ich jetzt eigentlich nicht erklären. Also der Zombie ist halt das Ding und deshalb ist halt die Straßenbahn, um alle durchzugucken sozusagen. Und auch dieser Typ im Anzug, naja, ist halt so ein kleines Ereignis. Die ganzen Schilder dort übrigens habe ich alle teils selber gemacht. Also nicht gezeichnet oder so. Also ich selber bearbeitet. Sagen wir es mal so. Gescreenshottet und bearbeitet. Auch das da. Den Ton habe ich übrigens nicht gerade an, aber es gibt einen Ton auf dem Server. Also man hört halt die ganze Zeit den Zombie atmen und eine Möwe die ganze Zeit. Deshalb habe ich den Ton aus, damit ihr nicht die ganze Zeit diese Möwe hören müsst. So, es soll also ein bisschen Meeresfeeling geben. Und auf jeden Fall. Ja, man kann diese ganzen Sperren und so tatsächlich mit den Booten umgehen. Also man kann Boot fahren, wenn ich auf das Boot draufkomme. Jetzt. Voll geiles Skript habe ich nicht gemacht, aber an den, der das gemacht hat, hast du nice gemacht. Hast du nice gemacht. Muss ich auch mal bei. Das möchte ich nehmen und bei anderen Booten so einfügen. Gefällt mir. Warum? Voll realistisch. Kann ich erstens den Modus umstellen. Ich bin jetzt gerade im. Hab vergessen, wie das Ding heißt. Docking Mode. Kannst du nur nicht lenken. Ah, jetzt geht auch mal. Jetzt macht auch mal die W-Taste wieder, okay. Ja, mal geht sie, also mal reagiert sie nicht. Und ja, wenn man aus der Map weiter rausfährt, sieht man noch andere Boote, die später eingefügt werden sollen.
Wäre super. Und ja, viele Boote, sehr viele Boote. Die werden. Nein. Naja, egal. Mehr gibt es auch gerade auf den Server nicht zu sehen. Warum mache ich jetzt gerade dieses Video? Ganz einfach. Weil das ist ja auch gerade. Also, damit möchte ich meinen neuesten Server präsentieren. Auch wenn er eigentlich tatsächlich sehr alt ist. Der Server ist nämlich tatsächlich schon von. Ich glaube 2020. Muss ich mal kurz auf der Webseite gucken, also von auf Roblox. Der Server wurde erstellt am 15. Januar 2020. Also ist tatsächlich einer meiner wirklich, also frühesten. Natürlich nicht so früh, ne? Ich habe ältere. Natürlich. Also allein mein alter Los Angeles Server. Der ist ja von 2017. Also damit wieder was ganz anderes. Trotzdem gehört er, wenn man es so sieht, vor allem wenn man den sich den Dan 2L8-Account anschaut, wirklich zu einem der ersten Server. Also ist halt schon ein bisschen älter, aber die Map ist jetzt brandneu. Habe ich erst vor ein paar Tagen angefangen und. Dafür, dass ich es ja erst vor ein paar Tagen angefangen habe, bin ich schon relativ weit. Und dazu muss man noch etwas sagen. Dabei sind mir Baufehler passiert bei dem Server. Zuerst nämlich habe ich alles versehentlich viel zu groß gebaut. Das ist mir aber auch erst später aufgefallen, als ich Sachen verglichen habe. Es ist mir erst aufgefallen, dass der Server viel zu groß ist. Und, ja. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen zu sagen. Ja, ich bin wieder auf dem Server, weil ich wollte noch was zeigen. Ich wollte noch was zeigen auf dem Server. Und zwar etwas, kann man vielleicht sagen, Interessantes. Und zwar, wenn man sich mal, leider ist das nicht für jetzt, sondern tatsächlich für die weit entfernte Zukunft. Und zwar ist es so, dass neben diesen Standard-NPCs wie der dort und auch der dort, ist es so, dass es hier auch den da gibt. Also dass es den da gibt. Und der ist ganz anders. Der ist nämlich realistischer und ein bisschen größer. Warum ist das so wichtig? Weil irgendwann, wenn man in Roblox wirklich mit dem NPC, also mit dem dort auskommen kann, mit dem vorderen, der komplett weiße gerade. Dann werde ich nämlich meinen Server so umstellen, dass alles auf den passt. Weil ich bin ganz ehrlich und muss ich auch. Okay, was heißt ehrlich? Dafür muss man sich nicht schämen für so für dieses Ding. Es kommt halt so ein ganz kleines Meinungsding. Ich mag nämlich den vorderen viel lieber als diese Lego-Figurenartigen Figuren halt. Diese Lego-Figurenartigen NPCs. Die gefallen mir einfach nicht. Das haben sie, ehrlich gesagt, noch nie. Vor allem dann mit den Gesichtern immer. Ey, immer dieses herzlose, nee, seelenlose Lächeln die ganze Zeit, dieses. Okay. Aber auf jeden Fall soll meine Server früher oder später auch umgestellt werden auf den da vorne. Wenn es irgendwann die Möglichkeit dafür gibt. Naja, ich meine zum Beispiel, man kann sich diesen NPC ausstatten. Das geht.
Nur man kann halt nicht kleiden. Ich meine, okay, es gibt Kleidung für den vorderen NPC, aber nur halt in irgendwie in so einem Menü. Aber nicht, aber man kann es nicht auf dem Server dort hier sich einen Kleidershop errichten für den NPC dort halt. Das geht leider nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Weil diese ganze Kleidung kein Ding halt hat. Okay, auf jeden Fall wollte ich das tatsächlich noch kurz sagen, dass dieser Server dort ist der erste, der mehr auf diese auf die NPCs ausgerichtet werden. Natürlich nicht hundertprozentig. Wie gesagt, keine Kleiderläden und so weiter, aber zum Beispiel beim Bauen benutze ich den da, den vorderen. Weil somit alles auf dem seine Größe gemacht wird. Weil ist halt dann doch realistischer. Ja, ich selbst habe auch Accounts, wo ich mit so einem mittlerweile schon spiele. Und ja, das ist tatsächlich der Punkt, den ich auch noch sagen wollte hier, dass ich eben, dass dieser Server, der wird sehr viel mit diesem NPC da zu tun haben. Viel. Weil der nice ist. Nur hat er leider nicht so wie viel Kleiderauswahl ist halt nicht so gut. Er denkt, den NPC dort kann man halt leider nicht so ankleiden wie die dort. Die haben alle Outfits vom. Die einen haben FBI-Outfits, die anderen haben die Outfits vom San Francisco Police Department. Das geht halt aber nur mit den alten NPCs, mit den neuen bisher leider noch nicht. Aber naja, wenn das irgendwann auch möglich ist, dann wird alles auf diese NPCs umgestellt. Alles. Also dann auch hier so Kleiderläden für die ganzen NPCs und die okay, für die alten. Dann eher weniger. Weil, ich bin halt, jetzt machen wir kurz ein kleines Meinungsding, weil ich hoffe halt, dass irgendwann die meisten in Roblox eher die neueren NPCs benutzen. Die lustigerweise RHTRO heißen, was irgendwie dann eher so klingt wie Retro. Obwohl ich sagen muss, das ist nicht Retro. Das ist die Zukunft. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft von Roblox, diese NPCs. Weil die sehen allein schon optisch viel besser aus als diese klotzartigen Dinger. So, auf jeden Fall ist das mein neuester Server. Ihr könnt ja auch mal eure ersten Meinungen dazu sagen. Klar. Ist erwünscht, auch wenn der Server noch nicht so großartig voll ist, also noch nicht so viel steht und so, will ich trotzdem schon mal eine Erstmeinung hören. Aber damit würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal, drückt eure Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und vor allem schaut doch, wenn ihr Roblox habt, auf meinem Server vorbei. Könnt ihr machen. Gegebenenfalls, wenn ihr gut bauen könnt und okay, wahrscheinlich nicht auf diese Basis ist, aber halt wirklich also auch den Punkt ist. Also auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.